Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich spiele gerade bei der offenen internationalen deutschen Frauenmeisterschaft. Das ja, ist im Prinzip ein Open-Turnier, bei dem natürlich nur Frauen spielen können, aber aus allen Ländern. Und ja, die Schachschule Jusupov hat sich dieses Jahr darum gekümmert, dass das Turnier mal deutlich stärker wird als sonst. Und ich bin die Nummer 6 der Setzliste. Einige starke Spielerinnen dabei von den deutschen Kaderspielerinnen, unter anderem noch Katharina Dolzhikova und Lara Schulze, die auch bereits aufeinander getroffen sind. Und an sich ist das Turnier recht klein, es gibt nur 30 Teilnehmerinnen, deshalb ja, kann es natürlich auch mal schnell passieren, dass wir untereinander spielen. Und so musste ich in Runde 5 gegen Katharina spielen. Beim Staffel Open habe ich ja bereits gegen sie verloren mit Schwarz und das war jetzt quasi meine Chance auf eine Revanche mit Weiß. Aus den ersten 4 Runden hatte ich 3 Punkte geholt und wir wollen mal diese Partie anschauen. Ich spielte E4. Ich hatte kurz überlegt, ob ich gegen sie C4 spiele, weil sie immer erstens B6 spielt, aber dann dachte ich, okay, spielen wir E4. Weil wir spielen hier Doppelrunden, da ist natürlich nicht so super viel Zeit zur Vorbereitung und dann spiele ich lieber das, was ich auch wirklich gut kenne, weil ich schon mein ganzes Leben spiele. C5 und ja, auch hier hatte ich über Alapin nachgedacht, aber wir hatten das bereits bei der deutschen Blitzmeisterschaft. Da lief es eigentlich ganz gut für mich, aber eigentlich spielt Katharina nur Drachen und da war die Versuchung groß, dann doch offenen Sizilianer zu spielen. Aber hier spielte sie Springer C6. Der hat mich etwas überrascht, also das war nicht das erste Mal, dass sie Springer C6 gespielt hat. Aber seit 2018 habe ich nur noch Title Tuesday-Partien gefunden und das nehme ich dann nicht so super ernst. Also wenn es gar keine klassischen Partien mehr gibt, dann ignoriere ich das meistens und ja, im Prinzip war ich jetzt hier aus meiner Vorbereitung raus. Also ich habe mich noch entschieden, dass ich Rosolimo spiele und sie hat hier mit G6 weitergespielt. Okay, Rochade und Läufer G7. Und hier C3. Die Idee ist es hier mit Weiß schnell D4 zu spielen. Und C3 ist an sich eine ganz clevere Zugfolge gegen die Variante mit E5, die auch in der Partie folgte. Der Punkt ist, dass man auf E5 eigentlich ganz gern D4 spielen möchte, so schnell es geht, weil wenn man das nicht tut, dann steht Schwarz strategisch schon ganz gut. Und deshalb ist es schlau mit C3 und nicht mit Turm E1 anzufangen, um dann hier direkt D4 zu spielen und einen Bauern zu opfern. Die Katharina hat genommen und mit den Bauern genommen und nach Läufer F4 hat sie angefangen nachzudenken, was schon dafür sprach, dass sie die Variante nicht so richtig kennt, was hier tatsächlich sehr gefährlich ist. Also Weiß opfert einen Bauern, aber Schwarz muss sich schon auch gut auskennen. Zugegebenermaßen, so super gut habe ich mich hier auch nicht mehr erinnert, aber ich habe einfach gehofft, dass die weiße Stellung leichter zu spielen ist, weil man eben die Initiative bekommt. Und ich wusste auch noch, dass hier der beste Zug A6 ist. Der wurde aber in der Partie nicht gespielt. Der Punkt ist, dass wenn hier zum Beispiel der Läufer nach C4 geht, folgt D6. Und wenn der Läufer nach A4 geht, dann kann man Springer E7 spielen und nach Läufer D6 bekommt man im Prinzip das Tempo B5 geschenkt und nach Läufer B3, Läufer B7. Hier hatte ich auch schon eine Partie und hier gibt es auch noch eine ganze Menge Partien in der Datenbank. Ja, lange, komplizierte Theorievariante, am Ende natürlich wie immer alles ausgeglichen. Aber Katharina hat Springer GE7 gespielt. Und bei dem wusste ich, dass der ja im Prinzip ungenau ist. Aber ja, mein Wissen endete im Prinzip nach Läufer D6. Also der Hauptpunkt hier ist, dass man nach A6 nicht mehr Läufer A4 spielen muss, sondern man kann zum Beispiel Läufer D3 spielen. Und der Punkt ist nun, dass wenn Schwarz mit B5 fortsetzt, kann man direkt auch mit A4 den Damenflügel unter Druck setzen. Und nach B schlägt A4 Springer D2, kommt der Springer vielleicht nach C4 oder nach E5 und Springer E4. Und ja, den A-Bauern kriegt man immer zurück. Und dieser doppelte D-Bauer, der ist nicht allzu viel wert, denn das Problem für Schwarz ist einfach, wie soll man den Damenflügel, insbesondere den weißfeldrigen Läufer, entwickeln. Katharina dachte sich, okay, das Problem mit dem Damenflügel löst sie später, sie rochiert einfach. Springer D2 und Turm E8. Und Turm E8 ist natürlich an sich logisch, Schwarz möchte sich entfesseln, um eben mal den Springer ziehen zu können. Aber der Springer hat gar keine Felder, denn dieser Bauer auf E4, der dominiert ihn. Und hier, das fühlte sich an, als wenn sie ein bisschen zu viel Zeit verschwendet. Also ich wusste ja, dass Springer E7 ungenau ist und ja, eigentlich sollte man auch danach dennoch A6 spielen, aber sie hat das einfach nicht gemacht. Nach Turm E8 muss man sich fragen, was ist hier schwach? Und dann kann man feststellen, dass der Bauer auf F7 oder der Punkt auf F7. Und deshalb habe ich Springer G5 gespielt. Und hier einfach mal, um kurz zu schauen, was ist eigentlich die weiße Idee, was passiert denn, wenn Schwarz zum Beispiel A6 spielt? Hier wollte ich einfach auf F7 reinhauen. Okay, die Dame hängt, also muss Schwarz wohl nehmen und jetzt Läufer C4 Schach. Und nach König F8, Dame F3 wird es einfach matt, denn hier kann nicht mal Springer F5 kommen, weil der Läufer den Springer fesselt.
Nach Läufer F6 ist es sofort matt. Schwarz hat auch den Zug König F6, wie mir der Computer verraten hat. Ich muss zugeben, den habe ich gar nicht gerechnet. Aber okay, hier kann man auch Dame F3 spielen. Der König hat nicht allzu viele Felder. Und nach Springer F5, E schlägt F5, steht der König auf F6. Und Weiß hat nicht mal Material weniger. Also das muss auch recht einfach gewonnen sein. Deshalb spielte Katharina Läufer F6. Der ist auch nochmal recht clever, denn jetzt nach Springer schlägt F7, König schlägt F7 und zum Beispiel Dame B3 kann der König nach G7. Das heißt, der Läufer räumt dieses Feld frei. Aber ich bin ja nicht gezwungen, auf F7 zu nehmen und ich habe F4 gespielt. Der Zug hat die Idee, dass wenn Schwarz auf G5 nimmt und nach F schlägt G5, wird plötzlich der Turm in den Angriff gegen den F7 eingeschaltet. Und hier spielt sie H6. Tatsächlich dachte ich während der Partie, dass wahrscheinlich Turm F8 besser ist. Aber ja, es ist verständlich, dass man den eigentlich nicht spielen möchte, denn Weiß hat ja Züge gemacht, die helfen. Also Springer G5 hilft, F4 hilft im Prinzip auch. Und Schwarz hat Turm E8, Turm F8, das ja, kostet viel Zeit und der Damenflügel macht immer noch nicht mit. Und hier ist auch das weiße Spiel recht einfach. Ich wollte hier Läufer C4 spielen. Wenn Schwarz auf G5 nimmt, wird der Turm geöffnet und schaut nach F7. Wenn Schwarz nicht auf G5 nimmt, dann droht Weiß einfach auf F7 zu schlagen. Zum Beispiel nach H6 kann man einfach schlagen, Turm schlägt und hier erstmal E5 spielen, denn der Turm läuft ja nicht weg. Und nach Läufer G7 kann man nehmen und nach Dame B3, König E8, noch F5 hinterher schmeißen. Und hier öffnet sich einfach die Stellung und ohne den Damenflügel ist es völlig egal, wie viel Material Weiß geopfert hat. Tatsächlich ist das Material hier ja gar nicht so schlecht. Und deshalb ja, steht Weiß hier einfach auf Gewinn. Der schwarze König hat keine Chance zu überleben. Stattdessen spielte sie H6. Und ja, hier habe ich eine Weile gebraucht, um zu verstehen, welcher jetzt der bessere Zug ist. Und also tatsächlich habe ich es nicht verstanden. Der Computer stimmt nicht mit mir überein, aber er sagt, mein Zug ist auch okay. Also ich habe Dame B3 gespielt. Der Computer findet Läufer C4 etwas besser. Die Idee ist im Prinzip die gleiche, also nach Schlägt, Schlägt, Läufer schlägt, kann man einfach Turm schlägt, F7 spielen und diese Abzüge hier sind unglaublich unangenehm. Und ja, sowas wie König H8, da kann einfach die Dame eingeschaltet werden und dann nach H3 kommen. Hier sollte Weiß gewinnen. Tatsächlich dachte ich auch, dass der gut ist, aber ich habe mich entschieden, Dame B3 zu spielen. Das droht direkt Dame schlägt F7 mit folgendem Matt. Und nach H schlägt G5, F schlägt G5 habe ich hier vielleicht noch die Möglichkeit, auch die Dame schnell nach H3 zu schwenken. Aber offenbar ist das nicht unbedingt notwendig. Hier folgte Springer F5. Hier gab es noch ein paar andere interessante Varianten. Also als erstes vielleicht Läufer schlägt G5. Hier kann man auch Turm schlägt F7 spielen, aber Dame schlägt F7 ist wahrscheinlich einfacher. Denn nach König H8 hat man Läufer schlägt C6. Jetzt droht Läufer E5 Schach, deshalb muss Schwarz mit dem Springer wieder nehmen. Und nach Turm F3 ist Turm H3 die Idee. Okay. Zum Beispiel Turm G8 mit der Idee, dass man nach Turm H3 auch noch Läufer H4 hat und dann G5 spielen möchte, aber hier kann einfach Läufer G3 folgen. G5 schlägt, schlägt und nach Dame H5 König G7 gewinnt zum Beispiel Turm schlägt H4. Das sind alles nur Beispielvarianten und tatsächlich hat Weiß recht viel Auswahl in den meisten Varianten, aber trotzdem muss man natürlich irgendeinen Weg finden. Was ich noch ganz spannend fand, war der Zug Springer A5. Hier wollte ich jetzt Dame F3 spielen. Das Problem ist, wenn der Läufer wegzieht, habe ich immer noch diese Dame schlägt F7 Idee und tatsächlich ist das jetzt noch schlechter für Schwarz als mit dem Springer auf C6, denn nach Läufer E5 wird Schwarz direkt matt gesetzt. Deshalb kam auch Springer F5, aber der hilft auch nicht so richtig, denn das Problem ist, dass jetzt nach E schlägt F5 sowohl G schlägt F6 als auch F schlägt G6 droht und Schwarz hat hier gar nichts mehr. Also das sieht eigentlich aus wie eine Stellung, in der Weiß ordentlich Material geopfert hat, aber das ist nicht der Fall. Und hier zum Beispiel nach Springer A5 kann man damit D5 spielen. In der Partie kam Turm E3, aber auch hier. Man kann damit D5 spielen, diese Fesselung aufrechterhalten und wieder hat Schwarz das Problem, es droht G schlägt F6 und F schlägt G6. Es folgte nach Springer E7, aber den habe ich einfach genommen. Schwarz muss eigentlich mit dem Läufer nehmen, weil nach Dame, also ich dachte erst, vielleicht will sie Dame E7 spielen, nach G schlägt F6 Dame E5. Aber hier gibt es auch natürlich viele Wege zum Sieg. Weiß hat eine Figur mehr und ist besser entwickelt. Aber am schönsten finde ich auf E5 schlagen und auf G6 schlagen. Mit der Idee, dass man nach Turm B5 Turm E1 hat. Turm E8 folgt und wenn Schwarz nimmt, dann macht man eben erst F7 und dann Turm E8. Und der Bauer läuft durch. Deshalb schlägt Schwarz natürlich mit dem Läufer, aber jetzt hängt der G6. Okay, nehmen darf man nicht, es droht auch Dame F7, es droht G F7, Turm F7 und Katharina hat zumindest Dame F7 verhindert. Aber nach G schlägt F7, König F8.
hat Weiß auch wieder einiges an Auswahl. Ehrlich gesagt bin ich gar nicht so sicher, warum ich hier nicht einfach den direktesten Weg gewählt habe. Also ich habe Turm AE1 gespielt, einfach noch die letzte Figur ins Spiel holen. Aber tatsächlich hätte die Idee Dame F5 auch sehr simpel gewonnen, denn Weiß möchte einfach Dame H7, Dame G8 spielen oder Dame H7, Dame H8. Und zum Beispiel nach Läufer schlägt G5, Dame H7, Läufer E3, König H1 kann Schwarz das nicht verhindern, weil wenn der König weggeht, dann kommt auch F8 Dame, weil der Turm ja den Bauern unterstützt. Ich habe erst Turm E1 gespielt, die Idee ist jetzt im Prinzip zu nehmen und dann Dame E5 zu spielen und auch nach H8 zu kommen. Okay, Dame C7 hat das verhindert. Vielleicht noch kurz, also auf Dame B6 kann auch Weiß einfach Dame F5 spielen. Hier noch ein interessantes Motiv nach Turm G6. Folgt, Turm schlägt E7 und der Bauer läuft durch. Und nach Dame C7 habe ich jetzt Dame F5 gespielt und nach Turm schlägt E1 habe ich nicht zurückgenommen, sondern Dame H7 gespielt. Das war übrigens offensichtlich nicht der beste Zug, stattdessen hätte ich lieber Dame G6 spielen sollen. Das war offenbar Matt in 3 statt Matt in 5. Aber ja, Matt in 5 ist auch okay und es hat Katharina direkt zur Aufgabe gezwungen. Die Idee ist vielleicht nochmal kurz, dass nach Turm F1 Springer F1 Weiß zwar einen Turm weniger hat, aber ja, guckt euch den Turm an, der hat die ganze Partie noch nicht gezogen. Und es droht Dame G8 und es gibt leider keine schwarze Partie, keine schwarze Figur, die das verhindern kann. Ja, ich habe also meine Revanche vom Staufer Open bekommen und stehe mit 4 aus 5 ganz gut da. Wenn ihr das Video seht, dann sind wahrscheinlich schon ein oder zwei weitere Partien gespielt worden. Ich hoffe natürlich, dass es da so weitergeht. Ihr solltet mir auf jeden Fall die Daumen drücken, das kann ich gebrauchen. Ja, bisher bin ich ganz zufrieden mit den Partien. Ich meine, hier lief es auch aus der Eröffnung einfach sehr gut. Da ja, hatte ich einfach ein bisschen Glück, dass ich die richtige Variante gewählt habe, beziehungsweise Katharina die falsche. Aber Hausaufgaben machen lohnt sich einfach manchmal. Und ich habe die Variante schon mehrfach gespielt, aber ja, ich habe es natürlich nie so aufs Brett bekommen. Und diesmal hat es einfach fantastisch geklappt und der Angriff spielte sich dann wirklich wie von alleine. Zwischendurch war ich etwas besorgt, dass ich nicht schaffe, diesen Vorteil, den ich ja wusste, dass ich ihn habe, irgendwie umzumünzen. Aber ja, wenn man einfach alle Figuren mit ins Spiel holt und nach vorne schickt, dann klappt das meistens ganz gut. Und wir können ja hier sehen, die schwarzen Figuren haben es einfach nicht ins Spiel geschafft. Und genau deswegen hat Schwarz auch verloren. Also Schwarz hat einfach die ganze Partie ohne den Turm auf A8 und ohne den Läufer auf C8 gespielt. Das heißt, da kann sich Weiß auch erlauben, ein bisschen Material zu opfern, weil man hat ja Turm und Läufer mehr effektiv. Ja, ich hoffe, euch hat die Partie gefallen. Ich hoffe auch, dass ich später nochmal in Stimmung sein werde, eine weitere Partie aus dem Turnier zu zeigen. Ich bin gespannt, wie die letzten 4 Runden laufen. Das ist auf jeden Fall alles eine enge Sache hier. Viele starke Spielerinnen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Tschüss.